und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir uns sein Sinn, es wird über Luca. Amen. Wieder darf ich heute eine kleine Homilie halten zum Festtag, zum Fasten, Sonntag der Heiligen Maria von Ägypten. Evo danas opet mogu da vam kažem koju reč u nedelju Svete Marije Egipćanke. Mit 12 Jahren ging sie von zu Hause weg. U svoje 12. godini napustila je kuću. Und begann 17 Jahre lang ein furchtbar sündhaftes Leben zu führen. I 17 godina je živjela jedan strašni grešni život. 17 Jahre lang diente sie der Eigenliebe. 17 godina je služila samoljublju. 17 Jahre war sie die Sklavin ihrer Lüste. 17 godina je bila sluškinja i sluga svome telu. 17 Jahre lang hat sie ihren Leib befleckt mit der Unkeuchheit. 17 godina je služila svome telu u nečistoti. 17 Jahre lang war sie weit entfernt von Gott. 17 godina je bila daleko od Gospoda. Dann kam jener Tag, als sie am Nil war. Dakle, da je došao jednog dana, kada je bila na reci Nilu. Und ein Schiff sah mit Pilgern, mit männlichen Pilgern nach Jerusalem. I na toj reci je bio jedan brod koji je putovao prema Jerusalimu sa puno mladih ljudi. Und sie dachte sich, na, das ist eine schöne Fahrt nach Jerusalem, auch ich will die heiligen Städte verehren. I tada reče, to je, pomisli u sebi, Sveta Marija, to je jedan lep put za Jerusalim, tako da ću ja da se pridružim s njima. Aber da besser, das Geld fehlte. Ali njoj je falio novac za to. Und so sagte sie zu den jungen Männern, weil sie wollten sie nur mitnehmen, wenn sie bezahlt. Onda je rekla ona mladim, tim ljudima na brodu koji su je hteli primiti samo ako plati kartu. Ich gehe mit euch und bin euch zu Diensten in der Sünde. Onda im je rekla, evo ja ću poći s vama i služit ću vam u grehu. Und so nahmen die jungen Männer sie mit. Tako da su je mladi muškarci primili sa sobom. Sie war ihnen zu Diensten. Sie war ihnen zu Diensten. Da, služila im je na tom brodu. Als sie in Jerusalem zur heiligen Auferstehungsbasilika kamen, kada su došli u Jerusalim pred hram Vaskrsenja Hristova, um dort auf Golgota zu verehren, das heilige Kreuz, da bi se poklonila Golgoti i svetom časnom krstu, alle Mitbürger gingen hinein, svi koji su sa njom bili na brodu mogli su da uđu u hram, aber in dem Moment, wo die heilige Maria von Ägypten hinein wollte, war wie eine unsichtbare Wand. Engel haben sie abgehalten. Ali u momentu kada je Sveta Marija htjela da uđe u hram, na vratima su se pojavio nevidljivi zid. To je sami anđeli su je branili ulazak u hram. Kein ziehen, kein drängen, nichts nützte. Ništa nije pomoglo, jako su je ljudi povlačili i gurali u hram, nije mogla da uđe. In dem Moment merkte die heilige Maria, dass ihr Leben ein versautes Leben war. U tom momentu je ona shvatila, Sveta Marija, da je stvari njen život, čitav život, grešan bio. Da si te demonen, da unkojšaj ti dita. Da je demonima bluda služila. Und sie schaut auf eine Ikone der Allheiligen. Ta u tom momentu je pogledala na jednu ikonu Presvete Bogorodice. Und versprach ihr, wenn du mich hineinlässt, ich will mich bekehren, weicht Kommunion empfangen, ein neues Leben geben. I tada je obećala Presvetoj Bogorodici, ako me pustiš da uđem u hram, ispovedat ću se, pričestiti i počet ću novi život da živim. In dem Moment ließen die heiligen Engel sie hinein. U tom momentu su je sveti anđeli pustili da uđe u hram. Sie konnte das heilige Kreuz verehren. Mogla je da se pokloni častome krstu. Sie hat gebeichtet. Ispovedila se. Eine Kommunion empfangen. Pričestila se. Und ging dann 40 Jahre in die Wüste. I onda je odande direktno otišla u pustinju i 40 godina je živjela u pustinju. Keine andere Menschen sah sie jemals. Nijednog drugog čovjeka nije za tih 40 godina vidjela. In dieser Wüste am Tag heiß, in der Nacht kalt, lebte sie ganz Gott. U toj pustinji gdje je preko dana nenormalno toplo, a noću je nenormalno hladno, ona je samo Bogu služila i živjela tamo. Es war der heilige Bochum, als der heilige Sosimas durch die Wüste ging.
u jednoj časnoj sedmici pred Vasas, kada je Sveti Zosim išao kroz pustinju. Und er traf sie. On je susreo nju. Sie wollte weg. Ona je htjela da pobegne od njega. Aber mit Gottes Hilfe blieb sie stehen. Ali uz Božju pomoć ostala je tu. Und erzählte ihm ihr ganzes Leben, sonst wüssten wir es ja nicht. I onda mu je ispričala čitav život. Und sie haben ausgemacht im Jahr darauf, dass sie sich wieder da treffen und er die heilige Kommunion wieder bringt. I onda su se dogovorili da za godinu dana na istom mjestu da se opet da se nađe da bi je on pričestio. Also das nächste Jahr kam, fand er sie verstorben. Kada je iduće godine Sveti Zosima došao, ona se već bila upokojila. Christos hat ihr die Seele mitgenommen. Christos je njenu dušu uzeo. Diese Heilige wurde an den letzten Fastensonntag gesetzt. Ovu svetiljku proslavljamo u posljednjoj sedmici časnog posta. Ihr wisst, es beginnt die letzte Fastenwoche. Kao što znate, sada upravo počinje posljednja nedelja časnog posta. Nächsten Sonntag wird die heilige Ruhewoche mit dem Palmsonntag. Ali iduća nedelja je ona koja je velika nedelja koja počinje sa nedeljom cveti. Warum? Die Kirche will uns noch einmal die Notwendigkeit der heiligen Betania klarmachen. Zašto je ona u ovu sedmicu posljednja? Zato što crkva želi da nam još jedanput stavi do znanja koliko je važno pokajanje. So wie die heilige Maria von Ägypten diese 17 Jahre gelebt hat im Schmutz der Sünde, kao što je Sveta Marija 17 godina živjela u toj prljašini greha, leben wir alle heute die ganze Welt. Mi danas tako svi živimo, čitav svet. Die Gerechten, die Heiligen, Männer und Frauen sind ganz wenige geworden in dieser Welt. Pravednici, žene, deca, ljudi, jako je malo njih danas u svetu koji je još pravedni. Von klein auf werden wir mit dem Schmutz des sechsten Gebotes beworfen. Još od malena su nam deca zaokupirana šestom zapovešću. 40 Jahre diene ich dem Herrn, 20 Jahre als Papidos, 20 Jahre als Orthodoxer. 40 godina služim Gospodu, 20 godina kao katolički svešnik, 20 godina kao pravoslavni svešnik. Über 30 Jahre höre ich Beichte. Preko 30 godina slušam ispovesti. Tausende und abertausende von Beichten. Hiljade i hiljade ispovesti. Und kann ein Lied davon singen, wie verschmutzt wir geworden sind. Ali mogu da vam sada pesme ovde otpevam koliko smo prljavi i svaki put se prljavi. Ich habe orthodoxe Eltern erlebt, die ihren Kindern erlauben, dass Freund oder Freundin zu Hause übernachten. Schande. Doživeo sam i to da pravoslavni roditelji dopuštaju momku ili devojci svoje dece da prespavaju u njihovoj kući. Sramota za te roditelje. Ich habe Mütter erlebt, die ihren Kindern, ihren Mädchen mit 14 Jahren die Pille gekauft haben. Schande. Doživeo sam i to da je majka svoje ćerci od 14 godina kupovala pilule za protiv trudnoće, šteta i sramota za nju. Aber wir alle sind in dieser Sünde oft verfangen. Ali svi smo često pali i padamo u taj greh. Und wer einmal von diesem bitteren Todeshonig dieser Sünde gekostet hat, von diesem bitteren Todeshonig. Ako da, ako bi neko od nas od tog gorkog i smrtnog meda okusio, a da leben lang oft zu kämpfen, ima čitao život pre sobom da se bori protiv toga greha. Mag er von den Taten wegkommen, im Kopf und im Herz bleibt es oft noch lange, diese Sünde. Možda i ako od dela da se odvoji, da nema dela u tom grehu, ali jako teško se čovjek sa glavom i srcem odvaja od demona bluda. Und wir wissen alle, wer diese Sünde stirbt, wird nicht gerettet. I da svi znamo, onaj koji umre u ovome grehu neće biti spašen. Aber es gibt Hoffnung. Ali ima nade. Wir sehen es an der heiligen Maria von Ägypten. Vidimo tu nadu u Svetoj Mariji Egipćanke. 17 Jahre in der Sünde. 17 godina u grehu. Und ganz tief. Duboko. Aber in Jerusalem, im heiligen Land, war die Stunde ihrer Bekehrung. Ali u Jerusalimu, u tom hramu je doživjela preobražaj i došao momenat njenog pokajanja. Und sie hat diese Stunde erkannt. I ona je prepoznala taj čas pokajanja. Und hat Metanija gemacht. I pokajala se.
Und es ist wichtig, dass auch wir unsere Stunde der Metanoia erkennen. Eigentlich jede Minute meines Lebens ist die Möglichkeit, mich zu bekehren. I za nas je jako važno da prepoznamo da mi imamo taj moment, da nam je svima dat pokajanje i da možemo u svakom momentu našeg života da se pokajemo. Und die Heilige Maria von Ägypten, wie gesagt, sie ging in die Wüste, nur noch für Gott gehen. Kao što znamo, Sveta Marija je kasnije otišla u pustinju 40 godina da bi samo za Gospoda živela. An ihr erkennen wir das Geheimnis der Umkehr. U njoj prepoznajemo tu tajnu pokajanja. Es ist nicht der Kanon, den der Priester aufgibt. To nije neki kanon koji vam daje neko epitime koji daje svešenik. Es ist nicht, dass wir den Armen Gutes tun. Ne to da samo i sirotinju pomažemo. Es ist nicht, dass wir viel beten. Ne samo ni da se puno molimo. Es ist nicht, dass wir uns kasteien, quälen. Ne da se izuravamo, da se mučimo. Sondern es ist die Liebe. Nego to je ljubav. In dem Moment, als die Heilige Maria von Ägypten diese Metanoia gemacht hat, war sie erfüllt von Liebe zu Gott. U momentu kada se Sveta Marija pokajala, ona je bila ispunjena ljubavi prema Gospodu. Also es besteht Hoffnung auch für uns. Tako da ima, da to nam potvrđuje da ima nade i za nas. Maria von Ägypten ist gerettet worden. Marija Egipćanka je spašena. Auch wir werden gerettet werden. I mi ćemo se spasiti. Wenn auch wir beginnen, Jesus Christus zu lieben. Ako počnemo da samoga Hrista volimo. Sicher sind wir Knechte Gottes. Wir sind nie so hoch wie Gott. Mi smo sigurno sluge Božje, nismo visoko kao On. Aber wir sind seine Freunde, Freunde nennt er uns. Ali mi smo njegovi prijatelji, sam nas naziva prijateljima svojim. Wir sind die Söhne Gottes. Mi smo sinovi Božji. Wenn Christus sagt, Vater unser. Zato što nam je Hristos rekao da se molimo Oče naš koji si na nebesima. Also dieser Sonntag ist nochmal ganz wesentlich für unsere Vorbereitung auf Ostern. Tako da je ova nedelja jako bitna u našoj pripremi za Vaskrs. Dass wir erkennen, dass wir umkehren müssen. Da prepoznamo to da moramo i treba da se pokajemo. Besonders in der Liebe zu Gott. Posebno u ljubavi prema Gospodu. Unser Herz ist die Eigenliebe. U našem srcu ima mnogo samoljublja. Vielleicht auch noch ein bisschen Liebe für die Nächste. Može ima malo ljubavi za naše bližnje. Aber die Liebe zu Gott? Ali ljubav prema Gospodu je jako malo. Also wollen wir diese Liebe mehr fördern, indem wir die Eigenliebe ein wenig kürzen. Tako da bismo trebali više tu ljubav prema Gospodu da ublažavamo, a ovo drugo da prema samom sebi da smanjujemo. Und dann wird es uns auch leichter fallen, gegen unsere Leidenschaften anzukämpfen. Sigurno biće nam teško da se borimo protiv svoje slabosti. Die Heilige Maria von Ägypten hat eine so große Liebe, dass sie nichts mehr in dieser Welt gebraucht hat, noch nicht an ihr Wasser umgeht. Sveta Marija Egipćanka imala toliko ljubav prema Gospodu da više ništa u životu nije trebalo, čak ni komad hleba, niti vode. So weit sind wir noch nicht. Toliko daleko mi još nismo otišli. Und wir dürfen auch essen und trinken. I mi smemo jesti i piti. Und die Verheirateten dürfen auch den ehelichen Pflichten nachkommen. I ovi koji su u braku mogu da upražnjavaju svoje bračne dužnosti. Alles von Gott gegeben. Sve je to od Gospoda dato. Aber in der göttlichen Ordnung, wie es uns unsere heilige Kirche lehrt. Ali sve u pravilu i zakonu Crkve kako nas je Crkva do sada učila. Dann dürfen wir hoffnungsvoll unseren Weg gehen. Fallen wir, stehen wir auf. Tako da treba da živimo u punoj nadi. Ako padamo, treba i da ustajemo. Fallen wir, Herr Jesus Christus, erbarme dich mein, aber er kommt und erhebt dich auf. Ako sam pao, treba da viknem, Gospod Isuse Hriste, pomiluj me i On će doći i On će me podići. Also ich wünsche mir den heutigen Tag eine große Metanoia in der Liebe zu Gott. Tako da vam u današnji dan želim svima jedno veliko pokajanje u ljubavi prema Gospodu. Amin.